Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Und noch können wir leider keinen äthiopischen Hochlandkaffee trinken. Das können jetzt die Holländer erstmal. Aber wir ja auch. Sie sind ja in unserer Sphäre und verkaufen uns diesen Kaffee ja auch ganz günstig. Aber wir haben sowieso keine Zeit dafür, denn wir müssen uns nochmal einen Augenblick unserem Herr widmen, unserer Armee. Denn da ist nicht nur der Anführer das letzte Mal, glaube ich, vom zweiten Korps oder vom ersten gestorben. Wir haben auf jeden Fall das erste und zweite Korps unbesetzt, unsere wichtigsten. Unfassbar. Deswegen müssen wir jetzt mal kurz, ich habe mir schon mal angeguckt, welche unsere prestigeträchtigsten Anführer sind. Diese drei, Hugo von Hannover, Manfred von Beuyn, Erich von Kleefeld. Deswegen müssen wir jetzt beim 9. und 4. Korps erstmal neue Anführer finden. Das machen wir direkt mal. Erich von Kleefeld, der wird befördert. Deswegen, ich habe mir hier schon mal einen rausgesucht. Wir sind nicht mehr so gut bestückt mit guten Leuten. Der ist nicht schlecht hier, Heinrich von Sachsen-Meiningen. Der wird das 9. Korps anführen und das 4. Korps wird angeführt werden von August von Spee. So ist es. So, und dann können wir jetzt auch das umorganisieren. Hugo von Hannover rückt ja an die Spitze des 1. Korps. Deswegen kommt jetzt hier Erich von Kleefeld hin, genau. Und das 2. Korps, da kommt Manfred von Beuyn. Und an die Spitze des 1. Korps dann eben jetzt Hugo von Hannover. Und das 1. Korps steht auch gar nicht da, wo es stehen soll. Es soll nach Berlin. Das kommt hier an diese Grenze. Denn das ist vermutlich durchs Rebellenjagen irgendwie alles ein bisschen durcheinander geraten. So, dann habe ich gesehen, wir haben auch noch drei Korps, die nicht optimal besetzt sind. Zum Beispiel dieses hier, da fehlt ein Dragoner. Es fehlt insgesamt ein Dragoner, eine Artillerie, eine Infanterie. Das habe ich schon gesehen. Das werden wir jetzt direkt mal bauen. Ein Dragoner, eine Artillerie und eine ganz normale Infanterie. So, müssen wir dann nur noch bei Zeiten zuordnen. Und ansonsten können wir, wie ich das letzte Mal schon sagte, da zurücklehnen uns und das Leben genießen. zumindest gilt das für die Bevölkerung. Irgendwelche Scherereien hat natürlich die Reichsregierung immer. Aber Gott sei Dank passiert das alles im Hintergrund. Wir müssen uns nur über die wichtigen Dinge Sorgen machen, zum Beispiel um irgendwelche armen Fischer, die wir vor Ort irgendwie füttern können. Der alte Mann oder das Meer. Ein ziemlich häufig eintretendes Ereignis, wie mir scheint. Wie sieht es eigentlich aus hier mit unseren Einflussgebieten? Oh, in Ägypten ist Großbritannien tatsächlich immer noch aktiv. Die wollen da nicht nachlassen. Vielleicht muss ich da mal ein bisschen mehr tun. Ich glaube, in Brasilien brauchen wir jetzt nicht mehr so viel zu tun. Aber vielleicht sollten wir hier auch noch mal... tja, Berater ausweisen oder Meinung senken vielleicht von Großbritannien. Ach, da ist sogar schon noch die Botschaft verbannt. Nee, dann brauchen wir nichts tun. Dann brauchen wir nichts tun. Haben wir zumindest noch ein bisschen Zeit dafür. Okay, das Geld fließt. Ich denke, wir können zumindest noch 1, 2 Marinestand... Wie? Ah, wir haben schon wieder... Wir haben schon wieder Soldaten, die sich auflehnen. Ich fasse es nicht. Unerhört. Dadurch verlieren wir natürlich immer unnötig Truppen auch noch. So, den werden wir nochmal erweitern. Und hier den in Danzig auch nochmal. Ansonsten müssen wir erstmal wieder ein bisschen mehr Steuern einnehmen. So. Gut. Oh ja. Ach, schon wieder Anarcho-Liberale. Diesmal haben wir, glaube ich, die Einheiten schon auf Rebellenjagd gestellt, wenn ich das recht sehe. Ja, das heißt, es müsste alles irgendwo von selber jetzt ablaufen. Wir brauchen uns um diese Dinge Gott sei Dank auch nicht mehr kümmern. Aber leider kostet es arbeitsfähige Bevölkerung. Aber das hatten wir schon mehrfach festgestellt. So, das ist aber jetzt interessant. Leute, geschützte Kreuzer. Kreuzer waren die Fortentwicklung des traditionellen Kriegsschiffs. Sie waren schwächer gepanzert und bewaffnet als Schlachtschiffe, konnten diese Defizite aber durch höhere Geschwindigkeit wettmachen. Wir können Kreuzer bauen. Das ist ja wirklich toll. Das schauen wir uns gleich mal an.
wie das aussieht. Noch sind unsere Panzerschiffe in Arbeit. Aber, dazu brauchen wir Hafen der Stufe 4. Die sind noch nicht ausgebaut. Erst dann ist es möglich. Na gut. Und Spannung in Persien. Da sind wir nun direkt involviert. Das kennen wir schon wieder. Das ist immer dasselbe. Mal gucken, welches Land ist jetzt... Achso. Entweder... Ach nee, wir dürfen nicht... Oh Gott, oh Gott. Wenn wir unsere Position durchsetzen, dann verhalten wir wieder ein Infamie mehr. Und das ist ja etwas, was ich jetzt nur absolut verhindern möchte. Insofern müssen wir jetzt mal aufgrund der Gesamtlage, glaube ich, zurückstecken. Leider kostet das Prestige. Das ist natürlich schade. Wir rutschen dann wieder unter die schönen 1000. Aber nein, das alles andere würde uns wieder ein Jahr zurückwerfen. Nee, wir müssen zurückstecken. Hilft nichts. Es hilft nichts. Schade drum. Krakatau explodiert. Jetzt sehen wir nochmal ein kleines Bild von diesem Ereignis. Und die kommunistische Agenda wird hier auch nochmal gewürdigt. Vampirhysterie. Ein neuer Fall von Vampirhysterie in Rumänien. Abergläubische Passanten schmieren Nackten mit Knoblauch ein zum Schutz vor bösartigen Ghulen. Okay. Gut. Die Schlachten sind gewonnen. Es bleibt nicht mehr viel. Auch in Kiel gewinnen wir. In Ulm. Ich frage mich, was die wollen. Wollen die wirklich hier... China ist jetzt noch bankrott. Okay. Auch da bekommen wir einen Kriegsgrund. Das ist, glaube ich, sogar unser Hauptschuldnerland. China. Wie sieht es denn da aus? Tja. Also da kann man... Die haben 184 Brigaden. Technologisch völlig schlecht ausgestattet. Da kann man rein und Schuldentilgung bis zum nächsten Jahr. Puh. Da braucht unsere Flotte erstmal ein Jahr, um da überhaupt hinzukommen. Und ich glaube nicht, dass wir mit 13 Brigaden da so großartig aussehen werden. Außer müssten wir unseren Militäretat hochstellen. Also Kosten-Nutzen stehen da echt in keinem Verhältnis. Überhaupt nicht. Wie gesagt, das sind so Prestige-Aktionen, zumal wir dort auch keine weiteren Kriegsgründe hinzufügen könnten. Also wir können uns das ja mal anschauen, was man da bekommen würde. Dann seht ihr das auch mal, Schulden tilgen. Das bringt uns 5 Prestige und ja, wir werden sie zwingen, uns ihre Schulden zurückzuzahlen. Das sind dann, glaube ich, 5000 oder so. Also, dafür geben wir aber unendlich viel Geld aus, um diesen komischen Krieg zu finanzieren. Finanzvorschriften. Zu diesem Zeitpunkt wurden Vorschriften eingeführt, um die Aktivitäten einzelner Firmen auf dem Finanzmarkt überprüfen zu können. Die Steuereffizienz erhöht sich weiter. Oh, wir sind aber wirklich deutlich unter dem normalen Puffer von 200.000, aber das geht schnell voran, wie ich sehe. Das geht schnell voran. Und ich bin mal gespannt, wann es dann soweit sein wird, dass wir Marinestutz... Oh, ich sehe 86 erst. So lange dauert das. Dann erst können wir Kreuzer bauen, aber das machen wir dann richtig. Dann werden wir unsere gesamten Durchsatzreserven dafür verwenden. Marinestatistik. Versorgungsreichweite 10%. Das ist hübsch und wir können eine neue Forschung wählen. Ist es wieder Marine? Nein, es ist diesmal die 15 und damit ist es tatsächlich die Kultur. Ganz knapp nicht Industrie geworden. Na gut, dann werden wir hier beim Funktionalismus weitermachen. Bildungseffizienz plus 10%, Kolonialabwanderung plus 5%. Mal gucken, wie lange wir brauchen werden dafür. 14.08.84, oh Gott, das ist ja wirklich nicht mal ein halbes Jahr. Vermutlich. Und die nächste große Entdeckung kommt schon, befiehlt Sicherheit. Dies war die Fähigkeit, selbst unter großem Stress gute Befehle zu erteilen. Dies wurde eingeübt und bei Möglichkeit am besten natürlich durch Erfahrung erlernt. Moral plus 30%, das ist enorm. Moral sagt ja aus, wie schnell die Organisation wieder ansteigt.
Okay. Großbritannien will einen Krieg gegen Sokoto rechtfertigen. Hier. Sie wollen ihr Britisch-Afrika weiter vergrößern. Und hier, die Lücke ist jetzt inzwischen auch schon geschlossen. Wir sind übrigens bei 17,8. Ja. Es sinkt plangemäß. So, der nächste Bankrottkandidat. Ich frage mich, können die alle nicht mit Geld umgehen oder was ist da los? Wir sind noch nicht einmal irgendwie in die Nähe dieser Situation gekommen. Unfassbar. So, Persien. Persien ist jetzt in unserem Fokus. Wir können die Meinung steigern. Sehr schön und sind damit vertraut. Und dann sollte es dann auch nicht mehr lange dauern. Ist noch jemand vertraut? Nein. Da sind wir also ganz vorne mit dabei. Also wir sind ganz vorne, was Persien betrifft. In Schweden sind nur andere aktiv, in Holland, aber das ist nicht so wichtig. Oh, und ein Kolonialzwischenfall gibt es. In einer unserer Kolonien ist eines unserer Kolonialregimenter auf ein Regiment einer anderen Kolonialmacht getroffen, das unseren Anspruch auf eine unbekannte Wasserstraße weit im Hinterland der Kolonie bestreitet. Der Bericht sagt weiter aus, dass dieses ausländische Regiment wohl geologische Untersuchungen im Gebiet unternahm, als es von unserer Patrouille gestellt wurde. Was es untersucht hat, ist noch unbekannt. Militaristische Mitglieder unseres Kabinetts sehen dies als direkten Angriff auf die territoriale Integrität des Deutschen Kaiserreichs und fordern die Ausführung eines Plans, den sie offensichtlich schon seit einiger Zeit in der Schublade haben. Operation Deutsche Wut. Okay. So. Gut, jetzt haben wir also die Wahl. Wir kriegen einen Kriegsgrund gegen Großbritannien. Ein Platz an der Sonne, Kriegsgrund. Offenbar gibt es da Spannungen im Hinterland, wie wir gelernt haben. Oder wir glauben nicht, dass dies wirklich wert wäre. Was dazu führt, dass mehr Menschen Hurra patriotisch werden, was im Übrigen für unsere Wahl gar nicht so schlecht ist. Also wenn man das alles zusammenzieht, dieses Kalkül, glaube ich, wird man da eher beruhigend einwirken. In dieser Situation zumindest würde Bismarck das tun. Wie gesagt, ich glaube, ein anderer Monarch, zum Beispiel Wilhelm II., würde in solchen Situationen vielleicht anders reagieren. Wobei, Großbritannien ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Wobei der Platz an der Sonne Kriegsgrund natürlich interessant ist. Aber nicht für Bismarck. Nicht für Bismarck. Also er wird das eher schlichten und hat und freut sich über den Nebeneffekt, dass möglicherweise, warum brauchen wir jetzt nicht länger darüber nachdenken, mehr Leute dann zukünftig die Konservativen wählen, weil sie hurra-patriotischer veranlagt sind. So, leider gibt es immer noch keine Sozialreformen, die möglich sind, aber wir können jetzt Serbien zur Sphäre hinzufügen. Akzeptieren, wunderbar. Damit ist das erledigt. Gehen wir mal auf einen Tick zurück. Gucken wir uns mal kurz den Zwischenstand an. Ja, dieses Grau ist kaum zu unterscheiden von dem anderen Grau, aber es ist tatsächlich so. Serbien ist in unserer Sphäre. Was ist denn eigentlich hier mit Walachei? Das können wir uns auch nochmal anschauen. Das sind bisher alle neutral. Ja, ich würde mal sagen, dann legen wir da, machen wir da weiter. Ich hätte gedacht, dass Österreich-Ungarn da ein bisschen stärker initiativ wird, aber scheint nicht der Fall zu sein. Wie sieht es dann aus? Russland? Ach so. Alles klar. Die Osmanen sind inzwischen in der Sphäre von Österreich-Ungarn. Das ist erfreulich, dass sie das geschafft haben und nicht die Russen. Sehr schön. Auch das stärkt ja uns. Im Endeffekt. Das gefällt mir. Und wir haben die nächste große Entdeckung, die Braunwasserschule. Dies bezog sich auf Seestreitkräfte, die das eigene Hoheitsgewässer entschlossen verteidigten und die sekundären Seefahrtsstraßen des Feindes angriffen. Diese Kampfgruppen waren breit gefächerter als die der Blauwasserschule, aber auch kosteneffizienter, da weniger Großkampfschiffe benötigt wurden. Ja, und Thema Schiffe. Wir werden hier nochmal
die letzten Marinestützpunkte erweitern. Danzig hatten wir schon. Tuchel auch. Ja, das ist alles soweit. Hier unten, wie sieht es denn hier aus? Können wir hier wieder was erweitern? Können wir. Sowohl Vor- als auch Marinestützpunkt. Machen wir natürlich. Und in Djibouti genau das Gleiche. So, jetzt haben wir wieder ganz schön Geld verloren. Und es gibt die nächsten Spannungen in Luang Prabang. Schon wieder wegen strafrechtlichen Ermittlungen. Und schon wieder müssen wir leider... Oh, das ist so bitter, dass wir hier Prestigeverluste in Kauf nehmen, um unsere Infamie zu wahren. Aber es hilft nichts. Wir wollen doch jetzt hier keine weitere Zeit verzögern, verstreichen lassen. Wir müssen das jetzt einfach tun. Sonst bleibt vermutlich nichts mehr von Äthiopien übrig. So, die Briten erklären Sokoto den Krieg. Hier. Und eine weitere große Entdeckung. Die Beschussanalyse. Diese Analyse studierte die Eigenschaften von Feindzielen, um die optimalen Trefferbereiche und den bestgeeignetsten Munitionstyp zu ermitteln. Flottenorganisation steigt dadurch. Sehr schön. Und Funktionalismus ist erforscht worden. Die genannte Bildungseffizienz und die höhere Kolonialabwanderung. Und was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Ist es wieder die Kultur? Oder diesmal, ha, drei. Es ist die Armee. Hatten wir auch lange nicht. Aber da sind wir sowieso relativ gut. Und wir werden, glaube ich, als nächstes das Raumverteidigungssystem nehmen. Was eine unendliche Zahl von... Ah ne, nur eine Erfindung, aber... Ah ne, drei Erfindungen nach sich ziehen würde. Auf jeden Fall wichtige Erfindungen. Und die Vorstufe wird wieder erhöht, wenn wir das haben. Auch interessant und auch die maximale Eingrabung ebenso wichtig. Ja, also militärtechnologisch kann es kaum jemand etwas nachmachen. Da fehlt nur noch eine und den Rest können wir dann erst im Jahr, die meisten im Jahr 1900 erforschen. Bis dahin sind es ja echt noch 16 Jahre. So weit liegen wir gewissermaßen der Zeit voraus. Was ist in Spanien los? Da haben Rebellen, sind Rebellen aktiv, vermutlich irgendwo in den... Oh, das ist aber zum ersten Mal, glaube ich. Polnische Nationalisten. Und zwar eine ganze Menge hier. In Liegnitz, Oppeln, Gniezno und Katowice. Also zumindest hier eine größere Armee. Hier tobt auch gleich eine Schlacht. August von Spee. Aber es sieht trotzdem gut aus. Weil wir einfach technologisch so weit sind. Okay. Also auch diesen polnischen Aufstand haben wir problemlos niedergeschlagen. Ja. Gut, was haben wir hier? Achso, das sind immer noch die Spanier. Oh, die SS Berlin explodiert. Die SS Berlin, ein kleiner Militärdampfer, ist gestern in einem ausländischen Hafen unter mysteriösen Umständen nach einer Explosion gesunken. Die Militäraufklärung vermutet hinter der Explosion einen überhitzten Heizkessel. Aber die Skandalpresse nimmt sich ihre üblichen Freiheiten und hat die Explosion bereits als Sabotageakt und Aggression einer ausländischen Macht bezeichnet. Unsere Bürger sind wegen der Angelegenheit verärgert und auf den Straßen von Berlin, Namensgeber des Schiffes, wird das Vergießen ausländischen Blutes gefordert. Und schon wieder geht es um Großbritannien. Aber Leute, ich weiß, dass einige von euch sich diesen Moment herbeisehnen. Aber solange, ich ziehe das durch, solange Bismarck hier am Ruder ist, wird er sich nicht von der liberalen Presse hier treiben lassen. Haben wir überhaupt Pressefreiheit? Ja, stimmt, hatten wir eingefordert. Das kommt übrigens davon. Die fuschen uns hier richtig in unsere Außenpolitik hier rein. Ich wusste, dass es ein Fehler war. Auf jeden Fall gibt es mehr... Oh, wir verlieren 10 Prestige durch diese Aktion. Trotzdem. Also, wie gesagt, solange Bismarck hier am Zuge ist, werden wir hier an diesem Punkt nichts anders machen. Die Explosion hatte nichts mit Großbritannien zu tun. Das war offenbar ein Heizkessel. Wir behalten kühles Blut. Zwei große Entdeckungen. Einheitslinienschiff. Einheitslinienschiffe waren große, mit großkaliberigen Geschützen bestückte Schiffe, deren starke Panzerung mehrere Treffer standhalten konnten. Panzerschiff wird deutlich besser und auch die Flottenorganisation so nebenbei.
Okay, derzeit verlieren wir im Übrigen Geld. Warum mobilisiert Großbritannien? Etwa wegen dieses merkwürdigen Konzessionskrieg gegen Sokotisch Nordkamerun? Das ist aber merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig sogar. Und warum verlieren wir so viel Geld? Müssen wir immer noch so viel bezahlen? So, die Geschichte ist vorbei hier. Vermutlich ist dieser Zipfel, ich weiß gar nicht welcher, oder dieser Zipfel, irgendein Zipfel ist es gewesen. Aber ich glaube, wir müssen mal langsam dagegen steuern. Ne, jetzt sind wir im Plus. Keine Ahnung, vielleicht sind das noch die Spätwirkungen von diesen vielen Baumaßnahmen, wo wir Baumaterial kaufen mussten. Das könnte es sein. Das wird es vermutlich sein, ja. Jetzt sind wir ja deutlich im Plus. Liebe Freunde, wir haben es schon öfter gehandhabt. Wir warten mal noch den Weihnachtstag 1484 ab. Und dann, der ist nämlich jetzt gekommen. Erster Weihnachtstag, wunderbar. Und dann beenden wir erstmal wieder diese Folge nach einer Reihe von etwas unangenehmen Krisen und Zwischenfällen, die alle irgendwie mit Großbritannien zu tun haben. Ich könnte mir vorstellen, wenn das weiter so geht, dann wird irgendwann die öffentliche Meinung überschwappen und vielleicht dann auch Bismarck nicht mehr anders können. Wer weiß das schon. Also, bis bald. Macht's gut. Euer Steinwallen.